Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten himmelblauen Ford Granada. Kasseler Berge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Bolzenschneider, den man für Geld kaufen konnte. Fast 400 Schilling. In Mörbisch und See checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder, ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende. Die letzten 100 Meter weiter durch das hohe Gras, hinein in das kleine Wäldchen. Die Grenzpatrouille um 3.30 Uhr abgewartet. Taschenlampe raus, dreimal kurz, zweimal lang. Und dann auf der Lichtung sah er sie. Sie kamen. Gerade es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schnell Löcher in den Zaun an einem ungarischen Hexe. Im ersten Morgengrauen nur ein Bolzenschneider nötig für Löcher im Zaun. Im Sommer 89, als sie durch den Zaun durchfahren, liefen sie so schnell es die Kinder zuließen bis zu den ersten Laternen. 14 Menschen, 3 Familien. Keine Champagnerkorken, kein Konfettijubel, nur große Erleichterung und noch größere Erschöpfung. Sie gingen gemeinsam zum Busbahnhof, setzten sich auf die Bänke und warteten auf den 622er Bus nach Wien. Vor lauter Müdigkeit wurde kaum gesprochen. Nur einmal fragte ihn eins der Kinder, was denn der Spruch auf seinem Dead Kennedys T-Shirt zu bedeuten hätte. Als der Bus dann pünktlich vorfuhr, gab er einem Vater seinen Wien-Stadtplan mit der eingekreisten Adresse der deutschen Botschaft. Er verteilte seine letzten Schillinge noch auf die 3 Familien und wünschte ihnen allen ein gutes Leben. Sie bedankten sich tränenreich und vielmals für alles in einer Sprache und einem Dialekt, den er kaum verstand. Er vermutete damals, dass das Sächsisch war. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Er war der Typ, der durch die Nacht schlich und schnitt Löcher in den Zaun an einer ungarischen Hetze. Im ersten Morgengrauen nur ein Bolzenschneider nötig für Löcher im Zaun. Zurück in Hamburg dann die große einerseits, andererseits Diskussion am WG-Küchentisch mit seinen Freunden. Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen, wegen den Familien und so. Aber andererseits wäre eine deutsche Einheit, und darauf laufe die Entwicklung der letzten Wochen nun mal hinaus, ein großer Fehler. Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden. Und eine solche Hilfe zur Flucht der DDR-Bürger würde nur zur weiteren Destabilisierung der Verhältnisse beitragen. Also wie gesagt, die Aktion war menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte so leise, wie es ihm gerade noch möglich war: Ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Sie lassen alles zurück und sie fliehen und vielleicht... Er machte eine kurze Pause und überlegte, ob er den nächsten Satz wirklich sagen sollte. Aber kein Wort mehr. Eine komplette Stille trat ein. Die anderen tauschten nur Blicke aus. Einige lächelten milde. Jemand legte sogar sachte eine Hand auf seine Schulter. Die Sekunden vergingen. Er stand auf, verließ das Zimmer, Jacke, Tür, Treppenhaus, Luft. Er nahm seinen alten Ford Granada und war nie mehr gesehen. Der Rest ist Geschichte. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen. Es war im Sommer 89 und er schnitt Löcher in den Zaun. Sie kam für Kiwis und Bananen, für Grundgesetz und freie Wahl, für Immobilien ohne Wert. Sie kam für Udo Lindenberg, für den VW mit 7 Sitzen, für die schlechten Mossenwitze. Kam für Reisen um die Welt, für Hartz IV und Begrüßungsgeld. Sie kam für bessere Sprüche, für die neue Einbauküche. Und genau für diesen Traum steht der Löcher in den Zaun.